Schön, ne? Ich sitze hier, meine Eltern machen hausgemachte Nudeln. Läuft bei uns. Hast du schön gemacht, Oma. Brava. Guten Morgen, Deutschland. Buongiorno, Potenza. Bin ich und die Steffi. Ah, oh, das ist schon sehr lang her. Guten Morgen. Wir gehen ein bisschen einkaufen. Mein Cousin kommt heute, yay, aus Bari. Ich freue mich voll. Er ist total verrückt und er ist total lustig. Und wir haben immer voll viel Spaß mit ihm. Und deshalb müssen wir jetzt noch Großeinkauf machen. Und ich bin noch voll müde, ne, von der Fahrt. Ich glaube, das sieht man. Egal. Also bis später. Da sind übrigens noch die ganzen Decken, wenn wir unterwegs sind. Ey, die sehen aus wie so, ja, eine Familie, die halt ja, ein bisschen verrückt ist. So viele Stunden im Auto und so. Ja, so ist es halt. Das ist die Wahrheit. Okay, wir sind da. Es riecht immer so gut in den italienischen Supermärkten. Hm. Da bin ich gleich wach. Nein, ich bin immer noch müde. Bist du noch müde von der Fahrt? Ja, sehr. Es war so anstrengend. Oh, mein Papa ruft mich. Moment. Die haben kein Brot mehr. Mein Vater hat gerade ein Problem. Oh, da ist Baccalà. Das ist was ganz Typisches, Italienisches. Zu Weihnachten. Da wird ja immer ganz viel Fisch gegessen. Okay, ich muss zu meinem Vater. Der versteht es nicht mit der Kamera. Ganz wichtig für Silvester, Lenticchie. Linsen bringen Glück bei uns in Italien. Also es ist so ein, ja, so ein Brauch. Ihr wisst Bescheid. Die sollen Geld bringen. Naja, wer es glaubt, wird selig. Ma, a che ora viene Gianni? Okay. Und was spielt ihr? Mama. Mau. Hier sind noch unsere Vorspeisen. Mein Cousin guckt schon ganz komisch, aber okay. Brokkoli vom Opa aus dem Garten mit hausgemachten Nudeln. Non dire le parolacce. Okay, so sieht es aus und wir lassen es uns jetzt schmecken. Okay, mein Cousin ist ein bisschen lauter. Jedenfalls essen wir jetzt den mit Schokolade. Lecker! Che comunque la sera. 61! Ja! 71! Und Lucky? Ja. Ja. Haben wir schlechte Karten, Schatz? 55! 55! Ja! 82! 80! Questo quando è? 50! Man will mandar la lemosen. Qua 20 e qua pur 50. Das ist meine. Okay, go. 10. Oh, der Opa kann schon mal alles nehmen. Wieso? Ja, weil er die höchste Zahl hat. Nein. Toll. Super Opa. Wow. Jetzt. Ich habe meine Geschenke besonders gut eingepackt. Ne? Zu laut, das schreit sauer rein jetzt. Das ist ja. Aha, Ramazzotti. Gut, das haben wir nicht gehabt. Jetzt will ich Fenbel trinken. Das nicht gehabt. Jetzt will ich mal einen. So, Dankeschön. Deutschland. Buongiorno, Potenza. Wir sind gerade einkaufen in einem riesigen Supermarkt und wir sind natürlich in der Nudelabteilung. Wir haben uns auch schon ein bisschen eingedeckt. So sieht unser Einkaufskorb jetzt aus. Proviant für Deutschland. Hier kostet die Packung 46 Cent. Tada! Und das ist einer meiner Lieblingsmarken und zwar nennt sie sich Divella. Wo die hergestellt wird in Rutigliano, haben wir mal gewohnt, meine Eltern und ich. Und ich war auch schon im Werk als Kind, war total interessant. Und das ist eben unsere liebste Marke. Wir haben da vorne aber auch noch Barilla. Barilla ist auch sehr lecker. Und ja, das ist jetzt wie gesagt unser Einkaufskorb. Der Max hört nicht auf, Nudeln zu kaufen. Wir sind eine italienische Familie. Und Gazosa darf auch nicht fehlen, das ist super ungesund. Zuckerwasser, aber meine Kinder lieben es. Und wir shoppen jetzt mal hier weiter. Volles Erlebnis hier, Shopping-Erlebnis. Bis später.
Yay, Rio Mare. Ihr wisst Bescheid. Rio Mare, falls ihr dieses Video seht, ihr wisst Bescheid. Scherz. So, jetzt gab's noch Parmesan. Lecker. Ich kann leider nur so ein kleines Stück mitnehmen. Unser Kühlschrank ist ja kaputt. Ich freue mich. Und das sind meine Liebsten von Barilla. Total lecker. Ja, und wegen dem Kühlschrank müssen wir dann mal gucken, sobald wir in Deutschland sind, dass wir uns einen neuen besorgen. Da kommt Freude auf. Nicht. Ah, oh, hier gibt es noch weiteren Käse. Lecker! Zeige ich euch mal. Der zum Beispiel hier ist auch super lecker. Den mag ich. Scamorza heißt der. Mm, lecker. Kann man so in der Pfanne auch machen, ne? So Scheiben schneiden und dann lecker. Zieht es so Fäden aufs Brot. Lecker. Oder so halt. Kann man es auch essen, ne? Hier gibt es dann noch die Latticini. Mozzarella gibt es noch hier. Oh Gott, ist das lecker, lecker, lecker. Und es riecht so gut. Es riecht einfach so göttlich. Ricotta gibt es hier. Meine Mama macht mir heute Nachtisch mit Ricotta. Kann man aber auch mit Nudeln zum Beispiel essen. Auch total lecker. Und hier machen meine Kinder immer einen ganz großen Bogen außenrum, weil es hier nicht so gut riecht für sie, meinen sie. Ist halt Fisch, ne? Frischer Fisch. So sieht es aus. Wo ist der Thaddäus? Ach, da hinten ist Thaddäus. Wir sind noch total müde. Italien ist anstrengend. Nein, natürlich nicht, aber wir müssen immer so viele Familienangehörige besuchen, was total schön ist. Und die geben uns immer ganz viel zu essen und dann sind wir immer im Fresskoma. Ja. Na, Luki, wir essen den ganzen Tag hier und deshalb sind wir dann total erschöpft. So sind die Feiertage in Italien. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel wir bezahlen müssen. So viele Nudeln. Sind wir erstmal ausgestattet, ne? Ja. So, da bin ich wieder. Oh, es ist kalt draußen, es hat die ganze Nacht geschneit. Wir essen jetzt, aber meine Mama braucht noch Spaghetti. Die sind hier oben in ihrer Küche. Hier ist nämlich so ein kleiner Vorratsschrank meiner Mama. Und alle Italiener unter euch werden jetzt wissen, warum diese Küche nicht in Verwendung ist. Muss aber auch keiner verstehen. Deshalb sind hier auch unsere Koffer auf dem Boden. Und schaut mal hier. Das bin ich und die Steffi. Ah, das ist schon sehr lang her. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass diese Küche nicht verwendet wird, haben wir hier jetzt unsere Koffer hingestellt. Das machen wir immer so, wenn wir hierher kommen. Ich kann euch ja auch noch mit ins Wohnzimmer nehmen. So sieht es jetzt hier aus. Schaut mal, das ist das Wohnzimmer meiner Eltern, aber hier sind sie auch nie. Hier ist die Cristaliera, so heißt es. Und die Mama hat hier für die Jungs was vorbereitet, damit sie da ein bisschen chillen können. Die haben ja zu Weihnachten Nintendo bekommen. Ich mache mal das Licht kurz an. So, sind wir hier hinten. Hier sind die Schlafzimmer. Da ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Und hier ist das Zimmer von der Steffi. Da ist die Steffi. Schaut mal, meine Schwester. Da haben wir geheiratet, als dieses Bild gemacht wurde. Und schaut mal, hier ist auch die Steffi. Als Flugbegleiterin. Und jetzt gucken wir mal, ob der Luki soweit ist. Luki, alles okay? Ja. Da ist der Luki. Und das ist das Zimmer von der Steffi. So sieht es aus. Schaut mal, wir haben die Betten zusammengeschoben, damit wir schön kuscheln können. Und jetzt bringe ich meiner Mama die Nudeln, damit wir lecker zu Mittag essen. Boah, ich habe den Hunger des Grauens. Okay. Marco, parlare, ma senza parola. Bien. Dran, die sie ja vermietet haben an die Mietnomaden, falls ihr euch erinnert. Die Mama wollte mir das jetzt mal zeigen, wie es hier aussieht. Ah, ich habe gedacht, die Tür klatscht gleich zu. Auf jeden Fall haben die das voll schlimm hinterlassen. Das sieht aus hier, oh mein Gott. Meine armen Eltern, die müssen jetzt hier alles wieder schön machen. Das war die Küche und oh, da ist das Bad. Ganz schlimm da hinten. Ich zeige es euch lieber nicht. Jedenfalls ist es halt schlimm, ne, wenn man so lange arbeitet und sich quasi eine Rente sichern möchte. Ja, und dann so bekloppte Leute das Haus mieten, ne? Mist. Aber wie sagt meine Mama immer so schön, Hauptsache wir sind alle gesund. Und die werden ihre gerechte Strafe wahrscheinlich bekommen, denn Karma is a bitch. Es schneit, Leute. Nein. Da werden da, Tatsara. Ah, brava, Clara. Da ist eigentlich der Haupteingang
von dem Haus, also ne, das meine Eltern vermieten, und da drüben ist eben das Haus meiner Eltern. Und da ist die Zara. Gott, es schneit, Leute. Genau, Zara ist der Wachhund meines Vaters. Die muss aber hier bleiben, weil die sich nicht so gut mit der Bella versteht. Die Bella darf nämlich ins Haus rein und die Zara ja nicht. Und das passt der Zara natürlich nicht. Ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Da steht Afitasi. Schaut. Da ist meine Mama und jetzt gehen wir hier bei uns wieder rein. Oh, es ist kalt, es schneit. Seven Nummer. Okay, da kommt meine Mama. Oh, Hilfe. Auf dem Berg oben ist übrigens Schnee. Wir sind ja hier in einem Skigebiet. Da oben ist Schnee. Geh wieder rein an Kamin. Wir sind total voll gefuttert und haben uns ein bisschen ausgeruht. Jetzt fahren wir zu der Komara und laden ein Spiel für die Nintendo Switch. Mario Odyssey, genau. Meine Kinder haben nämlich jetzt 4 Tage kein Internet gehabt. Meine Eltern haben nämlich kein Internet und das hat auch richtig gut getan. Also die Kinder waren richtig cool drauf, das hat die überhaupt nicht gestört. Aber jetzt würden sie halt ganz gern mal ihr Spiel spielen. Dieses Brettspiel haben sie die ganze Zeit gespielt, aber dafür haben sie auch kein Internet gebraucht. Und jetzt wird es gerade ziemlich laut, weil Bekannte kommen und ich muss die begrüßen. Und wir fahren dann, wie gesagt, zur Komara und laden ein bisschen Internet. Schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Soll mal einer sagen, in Italien gibt es keinen Schnee? Hier gibt es ganz viel Schnee und es ist so kalt. Guten Morgen. Wir machen jetzt einen Nachtisch. Und zwar Panzerotto di Ricotta. Hier ist schon die Ricotta. Und jetzt bringt mir meine Mama das bei. Das möchte ich nämlich auch mal nachmachen. Es scheint ganz einfach zu sein. Wir machen das jetzt mal zusammen. Also wir haben erst die Eier aufgeschlagen, dann Zucker rein. Jetzt wird es nochmal ein bisschen geschlagen und Zimt hat meine Mama noch rein. Cannella. Und ich habe da 500 Gramm Ricotta rein. Dann kommt noch ein bisschen Kakao rein. Conte messo super giuma un cucchiaio. Ein kleiner Teelöffel. Und dann wird nochmal aufgeschlagen. So, und dann kommt jetzt hier noch diese Schokolade rein. Come si chiama in italiano? Pezzettini. Ja, so kleine Stückchen. Das war... Ah, wie heißt es auf Deutsch? Mir fällt es gerade nicht ein. So, wir haben das jetzt in die Auflaufform. Wir haben die mit Backpapier ausgelegt. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Oh nein, jetzt ist es beschlagen. Ihr seht nichts. Wir holen mal raus. Eschilo un bomba? Ah, no, non è finito ancora. No, è finito. Ach, der ist fertig. Okay. Lecker. Ja, jetzt seht ihr dann besser. Lecker. Wir schneiden ihn dann mal an. Für euch. So sieht es jetzt aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Tempo ci vuole, io sto facendo svelte svelte. Che fate, ma? Facciamo i ravioli con la ricotta. E questo ti diciamo, ma se volevo farlo con le spinaci, potevo... Per le spinaci poi li devi fare... Können wir auch mit Spinat machen, aber wir haben Ricotta jetzt rein. Lecker! E alla penuzza, no? Tanto hai messo. Schön, ne? Ich sitze hier, meine Eltern machen hausgemachte Nudeln. Läuft bei uns. Mein Mann liest Zeitung hier am Kamin. Ja, schön. Freue mich. Vor allen Dingen, es geht total schnell. Meine Mama hat mir das jetzt gerade gezeigt. Man hat dann was richtig Leckeres. Bio-Mehl hier. Und einem hier. Ich weiß nicht, wie das heißt, für Wortfindungsstörungen, Leute, mit Ricotta. Das ist von einer anderen Frau, die das hier selbst macht. Auf jeden Fall ist hier alles richtig schön bio in der Region. Und ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Ich denke die ganze Zeit nur ans Essen. Ich würde sagen, so lässt sich's aushalten. Ich bleib hier. Mairi Mangoppa. Va bene. Okay. Dann bringt mir meine Mutter schön bei, wie man jeden Tag selbstgemachte Nudeln macht. Na, Oma. Nee, ich geh die lieber kaufen im Supermarkt. Ich muss ja arbeiten. Hier ist die feine Bella. Die durfte auch wieder mit nach Italien, ne? Hm, Bella, bist du am Pennen? Und so sieht es jetzt aus. Fast fertig. Lecker. Buoni, ma sembrano buoni. Also schaut mal, das ist das Mehl, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist ein Bauer hier aus der Region, das Weizen hat er und dann ja, behandelt er das halt, er wäscht es ohne irgendwelche Chemikalien und dann wird es zu einem Müller gebracht und der, wie heißt das auf Deutsch, Madoch, ich weiß es nicht, wie das auf Deutsch heißt, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe Wortfindungsstörungen. Auf jeden Fall ist es hier aus dem Ort.
Ja, und so sehen die fertigen Ravioli jetzt aus. Lecker. Wir haben jetzt keinen Ravioli-Teig mehr, also keine Ricotta mehr. Und deshalb macht die Mama hier jetzt noch so kleine Nudeln draus. Ja. Also die werden dann getrennt gekocht, ne? Da sind noch ein paar Ravioli übrig. Hier unten sind die, schau, hier sind die Ravioli und die essen meine Eltern dann morgen. Die werden noch ein bisschen getrocknet, aber für uns gibt es heute leckere Ravioli. So, und jetzt kommen sie ins Wasser. 4 bis 5 Minuten. Das wird angerichtet. Meine Eltern hier unten in der kleinen Küche, ne? Und oben ist die schöne Küche. Keiner verstehen, ne? Und wir lassen es uns jetzt schmecken, wie immer. Hier ist noch Salat und Blumenkohlsalat. Buon appetito! Okay, wie hat die Oma und der Opa gekocht? Uno, gut. Due, un applauso! Tre. Che pure quella vuole battere le mani. Happy! Und Mozzarella gibt es natürlich auch. Die ist ganz frisch. Come si chiama da quello che l'hai andata a prendere? Latterie. Die sind ganz frisch aus der Latterie. Es ist soweit. Wir müssen wieder nach Hause fahren. 6 Tage sind um. Unser Urlaub ist somit beendet. Wir haben eine lange Reise vor uns. Und ja, jetzt heißt es wieder Abschied nehmen von meinen Eltern. Ich habe jetzt hier soweit gepackt. Das Auto steht schon bereit. Und ja, dann haben wir wieder viele, viele Kilometer vor uns. Wir haben ja 22 Stunden gebraucht, um hier anzukommen. Es war Stau ohne Ende, der Stau des Grauens. Und wir waren total kaputt, als wir hier angekommen sind. Deshalb sorry für diesen Vlog. Ich glaube, der ist total komisch geworden. Ich habe, glaube ich, nicht mal ein Intro gedreht. Aber wenn wir uns dann ausgeruht haben, also am nächsten Tag, dann gehe ich immer erst zum Friedhof, um ja, meine Lieben zu begrüßen. Das sagt man so auf Italienisch, ne? Salutare. Und das ist mir unglaublich wichtig und ich war echt fertig, ne? Also ich war noch total müde nach so einer langen Fahrt und es war sehr anstrengend und deshalb habe ich nicht sofort die Kamera rausgeholt. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch. Ich habe euch halt kleine Einblicke nur immer wieder mal abgefilmt. Es war jedenfalls sehr, sehr schön hier bei meinen Eltern. Wir haben uns viel ausgeruht, wir waren viel am Kamin gesessen. Die Jungs haben ganz viel Karten gespielt mit dem Opa und mit meinem Mann und wir haben Tombola gespielt und so weiter, haben lecker gegessen. Es war einfach richtig schön. Die Zeit war halt einfach zu kurz, ne? 6 Tage und wir sind dann insgesamt 4000 Kilometer gefahren, aber es geht halt nicht anders, ne? Die Arbeit ruft und ist ja auch richtig so und wichtig, dass wir Arbeit haben und da wollen wir uns gar nicht beschweren. Wir sind ja sehr dankbar dafür und auch glücklich und haben halt jetzt die Zeit hier sehr genossen. Ja, da würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt mal weiter die Koffer ins Auto schaffen. Wir fahren jetzt noch nach Bari zu meinem Cousin. Das sind ungefähr 2 Stunden. Der hat eine Drohne für uns. Lessandro hat ja seine Drohne verloren. Was heißt verloren? Also, die war dann zu weit weg. Er hat zwar die ganze Zeit auf Landen gedrückt, aber die ist irgendwo gelandet, wo sie nicht landen soll. Auf jeden Fall nicht hier. Und dann haben wir sämtliche Grundstücke hier abgesucht. Und es war sehr, sehr anstrengend, sehr schwierig, aber es hat mir halt total leid für den Alessandro und wir sind hier rumgelaufen wie die Verrückten, echt. Er hat es ja an Heiligabend bekommen und am nächsten Tag hat sie sich verabschiedet. Und mein Cousin, der hat eine Firma, eine Musikfirma und der verkauft uns jetzt seine Drohne. Mal schauen, ob das jetzt überhaupt klappt, keine Ahnung. Mal schauen, wie die so ist und so weiter. Ist jetzt auch wurscht. Jedenfalls fahren wir jetzt noch nach Bari und dann begrüße ich noch einen anderen Onkel, der eben in Bari lebt. Weil das macht man nicht, wenn man so weit fährt und dann nicht alle Familienangehörigen besucht. Ja, das muss auch keiner verstehen. Und ich bin ja eh so, ich habe ja eher eine deutsche Mentalität, dass wenn ich keinen Bock auf die Familie hätte, würde ich auch nicht hinfahren. Es wäre mir dann wurscht, ob die dann schlecht über mich reden oder nicht. Aber das verstehen jetzt wahrscheinlich nur die Italiener unter euch, beziehungsweise ja, die so eine südländische Mentalität haben. Aber das ist egal. Aber es ist richtig so, dass ich da natürlich hingehe. Ich freue mich auch auf die Familie. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir nicht wieder so einen Stau haben, wie bei der Fahrt hierher. Es war echt ganz schlimm, aber gut. Es geht alles, ne? Und ja, schauen wir mal. Wir fahren ja wieder die ganze Nacht durch und die Kinder schlafen dann. Wir wechseln uns ab, mein Mann und ich. Das passt dann schon. So, okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, packen wir jetzt mal die Koffer ins Auto. Das steht nämlich bereit. Da ist es. Da ist unser kleines Auto. Unser kleines, großes Auto, das schon vollgepackt ist mit Nudeln. Und hier steht auch schon ein Teil. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder später nochmal oder dann halt in Deutschland. Ja, okay. Also, bis dann. Sag's noch Tschüss zum Opi. Du musst ja alleine schlafen heute.
Ja. Und warum? Kommst du? Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht. Wer weiß. Hast du mich schon? Nochmal. Ja, okay. Dass wir uns in diesem Jahr auch ganz oft wiedersehen. Bis dann. Tschüss.